Hallöchen und herzlich willkommen zu Minecraft Skysolated mit dem lieben Kind Zipfel. Das bin ich und ich bin immer lieb, ja. Und was da gerade sich anhört wie so eine furzende Stechmücke, das ist der Nutoka aufs Brot. Ja, geil! Und was machen wir jetzt? Ach ja, genau, wir gehen jetzt mal schlafen. Ich wollte gucken. Ja, schlafen ist eine gute Idee. Ich werde von der Spinne angegriffen. Und hast natürlich wieder mal kein Schwert, ne? Nee, hilf mir! Ich mach's kaputt! Danke. Töte es, töte es! Du hast aber anscheinend nicht sonderlich gut ausgelichtet, ne? Und es braucht ganz schön viel. Scheiße. Ja, ich habe ja meine Fackeln nicht dabei gehabt, weil ist ja alles... Ja, weil alles weg ist, ja, ich weiß. Haben wir noch Kohle. Oh, ein Creeper-Kopf, schön. Die Kiste ist voll, ich muss was rüberpacken. Ja, mach das mal. Ein Creeper-Kopf, wo hängen wir den denn hin? Oh, hier, Quicksilver kann weg. Oder die Amber. Die können wir auch, kann ich auch zu Blöcken verarbeiten. Naja, mach was du willst. Bernstein. Bärenstein? Bernstein. Mit deinen bernsteinfarbenen Augen hast du mich verführt. Zick, zick, zick. Kinsey, was soll man machen? Ich wollte gern. Ich warte auf Grassamen, damit ich den Wald fertigstellen kann, den Mini-Wald da. Für die Artifacts. Mhm. Ich brauche auch noch. Habe ich ja auch alles verloren. Ja, und außerdem wollten wir ja noch was fertig machen, ne? Ah, ja, genau. Ja. Da war noch irgendwas. Da war ja noch irgendwas. Wir haben jetzt lang genug rumgepimmelt, würde ich sagen. Wir machen jetzt einfach mal die Learning to Skyblock Quest fertig, damit wir es erledigt haben. Eigentlich können wir das so noch nicht machen. Eigentlich doch. Nee, weil da fehlt noch was. Da fehlt noch was? Ja, ich muss mal kurz was gucken. Ah ja, ich geh auch noch kurz was gucken. Wartet. Das hab ich jetzt nicht. Mach mal ganz kurz hier die Tür zu. Ich geh mal ganz kurz was gucken. Bleib mal dran. Ja, mach ich. Ich guck auch so lange was. Welche waren denn das? Wo war's denn? Da. Da. Jetzt muss ich auf den Nutoka erstmal warten. Ah, so. Da ist er wieder. Ja, ich hab dich vermisst. Ich hab irgendwie auch nichts gesagt. Du hast mich vermisst? Ja, ich hab hier was gesucht. Jetzt hab ich's gefunden. Nice. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal kurz ins Questbook. Ups, nee, das war nicht das Questbook, das war die Pfanne. Learning to Skyblock. One Quest with Unclaimed Rewards. Und wir können das Ding gleich claimen. Okay, was wählen wir uns für einen Generator aus? Kulinarischen Generator haben wir schon, ne? High Temperature Furnace haben wir, glaube ich, auch im Keller schon einen, oder? Ich gehe mal ganz kurz gucken. Kulinari haben wir auf jeden Fall schon. Ah ja, und hier unten ist ein High-Temperature-Furnace. Dann würde ich sagen, einer nimmt sich die Belohnung, einer nimmt sich den anderen Furnace. Diesen High, wie heißt das Ding? Redstone? Ich muss mir erst noch mal ein Buch machen. Beated Redstone Generator. So, jetzt habe ich mein Buch auch wieder, mein Questbook. Klick hier to start. Ich nehme dann den Heated Redstone Generator, ja? Ja. Okay. Das sind 4 Stück. Ja, und? Wir haben noch keinen. Ja, ich weiß nicht, ob ich wirklich das Reward Bag nehmen soll. Oder den High Temperature Furnace. Ich nehme Reward Bag. Never. Ja. Ah, okay. No risk, no fun, wollte ich sagen. Bam. So. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Sind wir fertig? Ich glaube, wir sind sowas von fertig. Ah ne, wir können auch noch das Kill the Zombies machen. Ja, hab ich schon abgegeben. All Quests complete. Ah, das liest sich doch wie Butter. Ja, du trinkst dein Bier und ich höre meine Musik. Ja, sehr schön. Achso, dann Halleluja. Okay. Ja. Nice.
Learning to Skyblox. All quests completed. Ein Traum. Ein Traum. So, jetzt mache ich aber wieder leiser die Musik. Ach, deswegen schreist du. Scheiße, ja. Aber ich war auch echt begeistert. Oh, was haben wir denn jetzt da bekommen? Eine Ender-Thermik-Pump. Und eine... Oh, hast du die Flight Potion mal angeguckt, die wir bekommen haben? Nee. Damit können wir 18 Minuten fliegen. Ach Quatsch. Und wir können 8 Mal davon trinken. Ja, geil. Weißt du was? Ich möchte meine Theorie überprüfen. Du machst die Potion schön hier unten in die Magiekiste. Sonst ist sie nämlich gleich wieder weg. Nein, ich fliege einmal zur Mitte nach unten. Okay? Du brauchst dahin nicht zu fliegen, du kannst dahin gehen. Ja, aber nicht, meinst du, man kann das sehen? Irgendwo ist ein Skelett. Kannst du mich mal. Da oben auf dem Baum. Ah ne, da steht's. Aber du hast recht, man kann da wirklich hingehen. Jetzt habe ich die Potion aber noch dabei, egal. Leg sie weg. Ja, mach ich. Kinsey, gewöhn dir mal an, deine Sachen wegzulegen, die du nicht brauchst. Und vor allem die wertvollen. Ach, Mann. Ja, du hast ja recht, du hast ja recht. Du hast immer recht. Oh, ich fühl mich gerade richtig gut, weißt du das? Ja, warum? Ich glaube, in unserem Fresspalast ist noch ein Skelett. Geht's noch? Du wirst hier nicht bedient. Aber man kann nicht nach unten gucken da. Also ich kann nicht so weit gucken. Ich muss einmal fliegen. Kinsey, du willst nicht dafür eine 18 Minuten Flight Potion. Doch, wir sind doch gerade am Anfang. Willst du mich verarschen? Wir sind doch gerade am Anfang. Nee, du hast recht. Kinsey, ja, nein. Ist ja gut. Ich mach die Grafik anders. Oh, Scheiß. Ich stell die Grafik auf Weitergucken. Das bringt doch... Ach, es ist doch so uninteressant, ob es da ins End geht oder nicht. Nee, ich will aber wissen. Oh Mann, ich konnte da nicht hingucken. Das ist echt nervig. Das ist schlimm. Das ist wie schlimmer wie ein kleines Kind. Ich habe hier übrigens noch eine Flight Potion, die nur 2,4 Minuten ist. Ja, vielleicht nimmst du die besser dafür. Nehme ich. Oh Mann, I'm on my way. Wie lange geht denn die Musik jetzt eigentlich so? Keine Ahnung. Ach, das ist gerade ein bisschen nervig. Okay, hier Übergabe. Treffpunkt bitte. Ach so, okay. Haben Sie das Geld dabei? Na, bitteschön. Guter Tausch. Ja, allerdings. Ey, da hab ich beschissen. Na, ja, mit ihm kann man es ja machen. Ich höre mir jetzt schon 18 Minuten, ey, das finde ich ziemlich cool. Das ist mal richtig schön lange. Was war nochmal der Funeral March? War das ein trauriges Lied? Das ist traurig. Das hättest du an den Anfang von der letzten Folge machen können. Ja. Stimmt. Oh, Mannsen. Oh. Das war laut. Ah, jetzt bin ich richtig... Doch. Jetzt bin ich richtig gut gelaunt. Ja, ich auch. Ich bin das auch ist doch herrlich. Ich werde jetzt mal da draußen ein bisschen ausleuchten, wo du neu gebaut hast. Denn du machst das ja nicht. So. Machen wir mal da was hin. Nee, kein Endportal. So. Da muss man was glauben. Habe ich das denn gesehen mal? Ich glaube, das hat jemand eingebaut auf eine andere Multiplayer Agrarian Skies Map. Okay. Oder vielleicht auf dem Dach? Ja, auf dem Dach sind, glaube ich, auch nur weitere, wie heißen die, diese Auren. Ich sehe keine. Nee? Ich hätte gedacht, da wären welche. Nee, man sieht die so ganz leicht. Ja, ich weiß, wir haben ja selber eine auf dem Dach. Aber ich glaube, wir können die irgendwie herstellen, hier in Skyblox jedenfalls. Ja, das weiß ich noch nicht. So, ich habe mal ausgeleuchtet. Ne? Aber wir können die klauen, ne? Aber Griefing ist ja verboten. Ja, klauen? Später? Ja. Echt? Du kannst die in ein Glas packen. Ja, aber werden die dann komplett abgebaut? Die haben eine hohe Chance, dass sie kaputt gehen dabei, wenn du sie wieder hinstellst. Okay. Dass sie schlechter werden. Ich hab mal die Tür hier beleuchtet. Ich wünschte, ich könnte sie scannen. Kannst du noch bald. Wir haben nicht mehr viel bis... Ja, wir haben echt nicht mehr viel bis dahin. Wir müssen noch ein bisschen dieses Steelworking machen. Ach so, du verbesserst das. Okay. Wir müssen noch ein bisschen dieses Steelworking machen und ansonsten nur noch das mit den Bienen und dann kommt schon Zaumcraft. Ah, das stimmt. Danke fürs Ausleuchten übrigens.
Ja, kein Ding. So, wow, das ist doch mal ein cooles Portal. Das sieht bestimmt bei Nacht cool aus. Ja, das denke ich auch. Wollten ja mal was noch ausprobieren. Die Schneckball und der Brainy, die haben ja überall diese Glowstone-Panels. Oh. Die auch so schön leuchten. Ich guck mal, ob ich die selber herstellen kann. Was ist denn meine Säge? Na nu? Meine Säge ist weg. Ich brauche eine neue Gießkanne schon wieder. Oder kann ich mir deine leihen? Ach, da ist sie doch. Meine Gießkanne ist bei der Hüpfburg-Aktion draufgegangen. Ach so. Okay, dann muss kann ich dir jetzt machen. Noch... Oh ja, cool, ich kann die selber machen. Was denn? Hihi. Diese Glowstone-Panels oder Glowstone-Cover. Oh. Ich muss nämlich eigentlich noch ganz witzige Akzente mitsetzen. Samen brauche ich ja noch. Und Tin. Haben wir noch Zinn? Kannst du herstellen. Also momentan haben wir nicht so viele, aber kannst auf jeden Fall noch welche herstellen. Kann ich mir deinen Hammer leihen? Klar, wir sind doch ein Team. Aber solange wir nicht intim sind, wenn ich mir deinen Hammer leihe. Doch, sind wir. So, das kommt schon mal in den Juicer. Juice. Da jetzt Wasser rein, wird doch bestimmt cool aussehen. Alles in den Juice. Wo bist denn du überhaupt? Beim Juicer. Kinsey, der Juicer, den kannst du überall hin mitnehmen. Nur so als Info. Was, den hier? Ah, Squeezer, nein. Entschuldigung. Das ist der Squeezer. Oh Mann. Ich verwechsel die beiden immer. Ach, merk mal gar nicht. Gut, dass du es mir gesagt hast, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Zinder. 6x64. Ein Stack reicht. Ein Stack gibt meistens so 20, ja doch, 20 ungefähr. Nein, da schmelzt ja noch mehr, ne? Ja, du musst es ja erstmal klein machen. Mhm. Okay. Das sieht jetzt komisch aus. Plop, 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 plop. Ich kann erstmal eine endlose Quelle hier hin machen. Zack. Zack. Warum steht da Wolfram ist no sleeping? Keine Ahnung, bei mir steht Kinsey ist no sleeping. Hä? Achso, das war das letzte Mal, dass du schlafen gegangen bist. Das maybe. Angezeigt, ja. Oh nee, du willst mich doch verarschen. Ganz im Ernst, ich baue eine Riesenmauer in der Hoffnung, dass der Baum da nicht rüberkommt. Und was machst du? Du scheiß Baumfarm? Du erzeugst einen Baum, der einfach darüber hinweg wächst. Du willst mich doch verarschen? Du willst mich doch verarschen? Dann muss ich doch nochmal hoch. Da kenne ich nix. Da kenn da nix. Sieht zwar komisch aus, aber hat irgendwie was. Ja, ne? Aber der ist gleich weg. Nee, hier das Ding. Komm mal, guck mal hier. Wie findest du das? Krach! Soll ich ehrlich sein? Sieht komisch aus, aber hat irgendwie was. Du findest total gay, oder? Naja, wenn du es toll findest. Ich hab eine andere Idee. Ich hab eine andere Idee, okay. Und die Frage, ob ich die Dinger abgebaut. Oh, ich krieg die Dinger abgebaut. Cool. Gleich eine Treppe da hoch? Nee, oder? Nee, komm, egal. Jetzt komme ich da natürlich nicht hoch. Oh Mann, ey. Ist der Baum immer noch nicht weg, oder was? Schafft es? Nein. Muss ich erstmal Holz wegklopfen, ey. Alter, diese Minulium-Axt ist so krass flott, ey. Aber dieser Baum ist echt pervers groß, ey. Da kommt man sich fast vor wie im Creative Mode. So, wie sieht's jetzt aus? Was denn? Achso, warte, oben. Ich muss mal eben. Ich hab die jetzt ein bisschen tiefer gesetzt, dass das Wasser nicht so Lücken macht. Ja, besser. Definitiv besser. Ah, das Gewinnerbier schmeckt herrlich. Ist das nicht der größte Scheiß-Alpha-Baum, den wir hier je hatten? Warum ist denn der ist in unseren Fresspalast gewachsen? Der ist in den Fresspalast gewachsen, richtig.
Das ist dreist. Das ist ganz schön dreist, ja. Das finde ich auch. Ich habe übrigens mal gegoogelt, was dieser Resonant Flux whatever eigentlich kann. Und was kann er? Der kann. Oder was? Nee, das Ding, diesen Resonant Flux Capacitator, den wir gerade gebaut haben, ist eigentlich ein Energiespeicher. Und der kann, jetzt halte ich fest, wie viel Energie der speichern kann, 10 Millionen Redstone Flux speichern. Und 10.000 per Tick rausgeben. Oh, was? Alles gut, alles gut. Niemand tot. Gut. Ja, das fand ich ziemlich krass. 10.000 pro Tick gibt der raus. 10.000 pro Tick, das finde ich echt ziemlich herb. Da können wir, den müssen wir irgendwo mittig platzieren. Ja, den können wir auch umsetzen, wie wir wollen. Der speichert die Energie, wenn wir den abbauen. Okay, praktisch. Also kann man quasi als variable Energiequelle auch nutzen. Das ist praktisch. Ich hab unseren Mob-Spawner mal erleuchtet, okay? Ah, er ist erleuchtet. Die Monster gehen wir nämlich ein bisschen auf den dicken Zeh. Zieh dir mal rein, was ich hier jetzt für eine scheiß Mauer bauen muss. Aber das sieht ganz schön hässlich aus, wollte ich nur mal so sagen. Auch? Findest du auch? Mir bleibt aber nichts anderes übrig. Warum? Weil das der einzige Bereich ist, wo Forest ist. Ja, aber der baut doch den Baum ab, oder nicht? Der baut auch die Hecke ab, wenn der Baum in die Hecke wächst. Das ist mein Problem. Ja, aber dann macht die Hecke doch einfach woanders hin. Auf die andere Seite vom Bienenstock. Jein, ja, aber das gibt hundertprozentig wieder Komplikationen. Deswegen will ich dem vorbeugen. Papalapap. Ja, ich habe keine Steine mehr. So, was müssen wir da noch machen? Ein Graphitbar? Aber jetzt soll es auch reichen. Zieh die Mauer wieder hoch. Graphitbar, wie macht man denn Graphit? Mal gucken. Graphit. Graphit. Ein Graphitblock. Ja gut, das ist klar. Graphitdust. Was, wir müssen Kohle brennen? Einfach nur Kohle brennen? Willst du mich verarschen? Keine Ahnung. Anscheinend ja. Hm. Kohle brennen. Na denn. Und dann können wir Bleistifte herstellen? Ja, genau. Ach so, ich brauche noch... Ich müsste mal meinen Hochofen ausschalten, sonst hat der gleich die ganze Kohle verbratzt. Der Böse. So, jetzt habe ich... Was ist das denn jetzt? Ist das Crushed? Das ist Crushed. Ne, Tin or Sand? Ja, Dust gibt's ja noch. Muss ich also noch einmal... Oh, ist noch genau ein Charcoal übrig. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Hast du noch Fackeln oder müssen wir langsam wieder Fackeln? Ich habe noch Fackeln, ja. Verdammt. Das ist nicht gut. Another one bites the dust. Yay. Brauchst du welche? Nee, danke. Oh, ich geb dir welche. Ja, ein halbes Stack. Gerne, also gerne. Die Hälfte von meinem Stack. Das schadet ja nicht. Nee, auf keinen Fall. Warum hast du schon wieder Steine gebrannt? Für eine Dings. Gießkanne. Ah, okay, ich werf die mal in dich rein. So, hinter dir. Ich sollte jetzt einen Graphitbarren haben. Ja, der ist ja einfach zu machen. Damit können wir noch eine Quest abgeben. Hast du gehört? Ja. Steel Powered Flight oder was? Ja, und zwar Three Mile Island. Die Frage ist jetzt, was holen wir? Also Yellorium Dust können wir herstellen. Plutonium, muss ich gerade mal schauen, wie viel Aufwand das ist. Uranium. Plutonium Dust. Nether Uranium Ohr. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Dann lass uns das doch nehmen. Ja, lass. Wacht mal. Das ist eigentlich ein Yellow Heart Kanister. Keine Ahnung. Plutonium Dust. Also Plutonium Dust scheint auch nicht so einfach herzustellen sein. Was gibt's noch? Rutilohr. Google das mal noch schnell. Rutilohr. Wird aus Slack. Nether Rutilohr.
Okay, also ich würde sagen, wir nehmen Plutonium Ingots und Nether Uranium Ore. Okay? Ja, dann nehme ich das Nether Uranium Ore. Gut, dann nehme ich Plutonium Ingot. Bing, 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 bing. Neues Reward Bag und davon gleich zwei. Hello Hard Kanister. Glaube, damit konnte man sich ein zusätzliches Herz ercraften. Ein Pungi-Stick. Warum ist der eigentlich useful? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Ich gucke auch mal in meinen. Eine Diamanten-Pferderüstung. Wow. Da hast du aber Glück gehabt jetzt. Aber echt geile Scheiße. 64 Redstone noch bekommen. Ja, so gut. Ja, mach's in den großen Redstone. Was? Simpel. Ja, dabei ist Redstone halt. So, ich hab's jetzt in die Technikkiste gepackt. Nee, mach's hier rein. Hallo, wir haben hier 4096 lagerbare Redstones, dann können wir das auch da reinmachen. So viel? Ja. Redstone. Shift rechtsklick, ne? Nee, Shift linksklick, nein. Einfach normaler Rechtsklick. Oh, Reaktor Warm-up. Okay. Wir werden als nächstes in die Luft fliegen. Wahrscheinlich. Den müssen wir aber wirklich weit von uns wegmachen. Der kann auch 10. Der kann 10 Millionen Red Flocks auf einmal lagern. Geil. Wofür brauchen wir so viel Energie? Keine Ahnung, aber ist doch total Bombe. Ja. Also, wir haben den Magma-Crucible. Oh, und ein Jetpack. Geil. Oh, das ist wiederum sehr geil, ja. Cool, cool, cool. Ich muss Share Leaves ausmachen, sonst gerät der hier durcheinander und macht keine Bäume mehr weg. Wir haben jetzt bei Steel Powered Flight schon 62%. Obwohl wir eigentlich erst 1, 2, 3, 4, 5 Quests gemacht haben. Ja, dann sind das wahrscheinlich echt nur noch diese 3 Quests, die offen sind. Oder 1 kommt vielleicht noch dazu. Ja. Cool, cool. Aber das und vieles mehr werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Denn nein. Doch, wir nein. Sind schon wieder am Ende. Nein. Machst du oder soll ich? Oder sollen wir gemeinsam? Accessory permanent health increased. Warte mal, Accessoire? Accessoire? Kann man das... Wir haben noch eine halbe Minute, Kinsey. Haha. Nee, geht nicht. Hä? Kinsey, halbe Minute. Ja, okay, okay, okay. Dann geht's nächstes Mal weiter mit den Bienen. Wenigstens geht die der Harvester wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen, hoffe ich. Ciao.